Hallo und herzlich willkommen zurück zu Euro Truck Simulator 2. Ja, nein, nichts Auftragsangebot. Der Auftrag war noch nicht ganz abgehandelt, da fehlt uns noch ein paar Stündchen, bis wir den abgehandelt haben, also Ingame-Stündchen. Und ja, dann werden wir den jetzt erstmal zu Ende fahren. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir hinfahren, aber naja, ist auch Wurst. So, schön. Ich fahre jetzt übrigens lieber gerne nachts, weil ich mache das jetzt auf so eine Renderart. Ich rendere das erst in AVI, in so einem ganz hohen Qualitätsfetischisten-AVI da. Fast uncompressing, aber nicht ganz so krass. Und dann komprimiere ich das nochmal mit Handbrake. Heißt, Guten macht das direkt, der macht das mit MEGUI, aber MEGUI will bei mir nicht richtig. Das braucht dann irgendwie 30 Minuten zum Rendern und so habe ich fast genau dieselbe Qualität. Da YouTube das ja sowieso noch runterkomprimiert, merkt man da in meinen Augen jetzt eigentlich keinen Unterschied. Und die Parts werden richtig schön klein und haben eine relativ gute Qualität. Und ja, der letzte Euro-Truck-Simulator-Part, der hat sich vorwiegend im Dunkeln abgespielt. Und da kann Handbrake dann sagen, hey, diese schwarzen Pixel da am Horizont, das sind jetzt einzelne, also hast du jetzt als einzelne Pixel aufgenommen. Mach mal besser nicht, da kannst du jetzt besser zu, was weiß ich, für Pixel machen. Zu... ja, einem großen schwarzen Pixel und so spart ihr dann halt Geld. Und ja, das, Geld, genau. Speicherplatz und das ist dann schon nice. Da hatte der Part gestern 80 Megabyte und das macht dann richtig Spaß hochzuladen. Ja, gut. Ich werde jetzt eure Themen abhandeln, die ihr mir per Kommentar geschrieben habt und ja. Das könnt ihr übrigens immer noch machen. Thema Doppelpunkt ETS 2. Thema Doppelpunkt und dann Thema, wenn ihr per Kommentar schreibt. Oder per PN damit Thema ETS 2 und dann halt in der PN entsprechend das Thema reinschreiben. So. Und was mir gesagt wurde, dass ich hier so häufig umkippe, liegt daran, dass der Trailer, sobald er kaputt ist, irgendwie öfter umkippt. Ich frage mich auch, woran das jetzt genau liegt. Wahrscheinlich, weil die Teile da alle lose sind und die dann sich ähnlich wie Wasser hochschaukeln, so ein Kram, und immer mitdrücken, wenn ich in die Kurve fahre. So flugkräftemäßig oder fliegkräftemäßig. Aber naja, so, jetzt habt ihr mich schnippen hören, jetzt geht los mit den Themen. Und zwar, Stars, sind sie dir Schnuppe? Oder halt Prominente oder, ja... ich denke, damit sind Prominente gemeint, weil sonst hätte er Sterne geschrieben. Also Sterne sind mir nämlich nicht schnurzpiep egal. Die finde ich eigentlich noch relativ interessant. Aber so Stars oder Sternchen oder was weiß ich. Nennen wir sie Prominente. Sind mir eigentlich relativ egal. Man könnte mich jetzt auch schon zu... das hört sich jetzt komisch an, aber sozusagen bin ich eine Prominenz. Denn mich kennen ja relativ... mich kennen halt Leute im Internet, deswegen bin ich sozusagen eine Internetprominenz. Aber ich zähle mich irgendwie da. Ja, ich bin eigentlich keine Prominenz, man könnte es nur sagen. Und für mich interessiert sich sozusagen kein Schwein. Und deswegen, ja. So übertrage ich das auf alle Promis. Jetzt ist mir Schnurzpiep egal, auch wenn, keine Ahnung, Arnold Schwarzenegger mit seiner Sekretärin Sex hatte. Tja, das machen, ich sag mal, wenigstens 100 Männer am Tag, wenn nicht sogar mehr. Allein für Deutschland. Und, das ist nichts Besonderes, aber wenn das ein Mensch macht, der relativ berühmt ist in unserer Gesellschaft, dann wird da so ein großes Heckmeck drum gemacht und was weiß ich. Und, das verstehe ich überhaupt nicht. Auch hier mit Gronkh oder so, den Hype. Ich finde, es gibt Leute, die machen die Arbeit teilweise noch viel, viel besser als er und, die gefallen mir einfach viel, viel besser und dann wird man teilweise wirklich beleidigt von, wenn man sagt, er ist schlecht oder so, weil man ihn einfach nicht gut findet. Und, das finde ich schon mies. Da sieht man dann wieder, dass die Prominenz schon einen relativ hohen Einfluss auf, unsere Gesellschaft hat, vor allen Dingen auf die Jugend und, auf die, ich sag mal, unter 30-Jährigen, auf die Höheren dann auch noch, aber nicht mehr so wie in der Entwicklungsphase oder in der Prägephase vom Leben, die meiner Meinung nach länger andauert als, was habe ich da gehört, 18? Nee, gar nicht. Auf jeden Fall dauert die in meinen Augen relativ lange. Eigentlich ist sie bis zum Tod. Da prägt man sich ja immer noch Erfahrungen ein und so entwickelt sich ja eine Persönlichkeit.
Und da helfen diese Stars auch schon hinbei. Was ich auch relativ verantwortungslos finde, die sind in einer relativ anerkannten Position in der Gesellschaft und dann, sag ich mal, koksen die oder was weiß ich. Und das ist schon irgendwie richtig arm von denen, wenn die da ihre Position ausnutzen als berühmte Person in der Gesellschaft, um dann irgendwie zu koksen, weil dann werden sie von der Polizei natürlich erwischt, aber die haben dann auch das entsprechende Geld und können sich dann gute Anwälte leisten und so ein Kram, dass die da höchstens irgendwie nur ein Bußgeld abdrücken müssen oder so ein Kram. Und ein anderer, der verbüßt dann da irgendwie eine Haftstrafe, weil er da ein Milligramm zu viel Kokain dabei hatte und ja, finde ich schon doof. Es gibt dann aber auch relativ gute und ich sag mal bodenständige Prominente. Was ich auch mies finde, sind solche Prominente, die ihre Kinder Schlüssel nutzen, sich den Weg in die Herzen der Menschen zu bahnen und so ein Kram. Da finde ich das dann bei vielen Stars wirklich besser. Ich glaube, Verona Poth ist eine von denen, die ihren Sohn nicht oder sehr, sehr ungern in der Öffentlichkeit mit rumnimmt oder mit rumschleppt, einfach um zu vermeiden, dass er irgendwie diesen Promi-Luxus, den man halt als Promi hat, dass er sich daran gewöhnt, dass man relativ gut betucht ist, alle ihn auf der Straße anreden, meine ich zumindest. Oder wer macht denn das noch so? Michael Jackson hat das gemacht, stimmt. Michael Jackson war da ganz groß, der wollte immer Kinder schützen in seinem Bettchen. Nee, okay, gut, meinen Augen völlig unbegründeter Tat, Vorwurf, aber naja, ist halt so, ne? Irgendwie müssen sie ja in die Schuhe schieben. Und das ist auch wieder so was. Man kann sich als Prominenter nichts, ich kann jetzt irgendwie mir einen Versprecher leisten in der Schule. Wenn ich jetzt in Englisch irgendwie einen Versprecher habe, dann wird vielleicht kurz gelacht, wenn er lustig war, oder anders korrigiert ihn die Lehrerin. Aber ja, dann Guido Westerwelle hatte ja mal einen Versprecher in so einer politischen Rede und dann hat der da. Dann wurde da niedergemacht und in Radiosketchen lief das die ganze Zeit. Und dann, dann war dann so eine Szene wie, ja, ich war in China, die reden da alle so in Kauderwelsch. Meinen Sie Chinesisch, Herr Westerwelle, sagt dann die Merkel. Nee, Englisch. Und das fand ich einfach so, ja, das sieht man halt. Als Prominente hat man eigentlich noch weniger Rechte als ein normaler Mensch, wenn man wirklich ein guter und anerkannter Prominenter sein will. Was denke ich, jeder sein möchte. Oh komm, fick dich. Habe ich die Bremsen runtergestellt? Ich habe die Bremsen runtergestellt. Oh nein! Muss ich hochstellen? Super Mega Power Bremsen. Von Henkel. Ah, da ist ja ein Truck, den habe ich gar nicht gesehen. Naja. Und eigentlich kann man schon sagen, dass mir die Furzpiep egal sind. Ich meine, wir haben hier in der Nähe einen Prominenten und der geht manchmal, ich wohne in der Nähe von einem Schwimmbad und der geht da manchmal schwimmen. Da denkt man dann schon, schau mal, jetzt habe ich den gesehen, das ist schon was Tolles, aber ja, das ist mir eigentlich Schnurzpiep egal. Also ich habe den da jetzt auch noch nicht drauf angesprochen. Ich meine, der geht da schwimmen, der will seine Ruhe haben und nicht von irgendwelchen Fans angequatscht werden. Tolle Abel, gut. 28.000 habe ich dafür bekommen. Wir sind sogar noch Level up. Alter, ist ja heftig. Heftig, heftig, heftig. Full Cross, Mann. So. Wunderbar. Ich fahre jetzt erstmal zur nächsten Werkstatt. Ah, nein. Toll. Schaden, 56%. Da hinten ist die nächste Werkstatt. Ja, und also man kann schon sagen, dass Stars mir wirklich relativ egal sind. Und ja, nächstes Thema oder nächste Frage. Hattest du als kleines Kind mal eine Modellbaubahn? Alter! Habe ich jetzt die Stärke der Bremsen in die falsche Richtung eingestellt? Weil die Bremsen in meinen Augen noch viel langsamer.
Naja, und ja, ich hatte als kleines Kind eine Modelleisenbahn. Und zwar so eine Märklin HB-Eisenbahn. Also eine relativ große. Und bei meinem Vater hatte ich eine, boah, wie hieß die Firma? Fleischer, meine ich. So eine relativ kleine Fleischer-Eisenbahn. Fahr doch zurück, scheiß Affe. Und ja, ich habe mit beiden relativ gerne gespielt. Hier bei mir hatte ich dann für die große HB-Eisenbahn noch solche, so eine Holzplatte, wo die Schienen drauf genagelt waren mit so einem Grasbezug. Und dann habe ich da immer Häuser drauf gebaut und halt dekoriert die Landkarte sozusagen. Und das fand ich immer ganz toll. Dann habe ich damit immer, habe ich eine E-Mail bekommen? Nee, habe ich nicht. Irgendwas an meinem, ah, mein S3 bimmelt. Bimmelt, genau, bimmelt. Sissi LP hatte ich auf YouTube abonniert. Ist ja toll. Wunderbar, dass du mir das mitteilst. Liebes Samsung Galaxy S3. Toll. Ich dachte, der wäre schon weg. Super. Naja. Ja, ich habe hier ein Samsung Galaxy S3 liegen. Ich wollte mit bedacht. Was ist denn jetzt los? Oh nein! Oh nein! Was mache ich denn jetzt? Ach du lieber Himmel! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warte, warte, da muss ich erstmal einen Screenshot schick machen. Den schicke ich gleich Guten. Oh, der lacht sich da so kaputt, ey. Ja, wie scheiße, ey. Ja, was mache ich denn da jetzt? Oh Gott, muss ich jetzt allen Ernstes. Richtig gut. 40 Minuten, wo transportiert er mich denn hin? Eine Werkstatt war doch gleich um die Ecke da vorne. Oh, mach erstmal. Lol. 40 Minuten hätte das jetzt gedauert, laut dem. Naja, egal. richtig gut. Kann er mich nicht irgendwie. Nee, warte. Eingabe. Ja, hier. Schau mal, Wartung. Oh, nur 27.000, das ist aber ein Schnäppchen. So. Das war jetzt gut. Das war jetzt richtig gut. Ach ja, was ich sagen wollte, heute kommt kein Lego Herr der Ringe. Ich weiß, es interessiert sowieso keinen, aber heute kommt ein kleines Ankündigungsvideo. Könnt ihr euch schon mal drauf vorfreuen? Würde mich freuen, wenn ihr in der Stunde hier nochmal, oder knapp einer Stunde, oder vielleicht auch 2 Stunden hier nochmal vorbei glupschen könntet. Ja, weil ich wollte einfach mal so ein Ankündigungsvideo jetzt raushauen. Das sollten auch relativ viele Leute mitbekommen, oder sollen relativ viele Leute mitbekommen. Und ich möchte jetzt nochmal in dem Part eines machen, weil ich gerade sehe, dass wir gute Zeit haben. Oder, ja, relativ gut. Montag 7:29 halt, ist tagsüber. Und ja, deswegen möchte ich nochmal zur Arbeitsagentur fahren, damit der Part heute. Ups, etwas länger. Ey, das ist doch ein Müll. Ich fahre nur gegen den Bordstein und habe schon wieder 2% Schaden. Alter. Was ist denn jetzt hier los? Konnte man nicht irgendwie noch Lichthupe machen oder so ein Kram? Komm, fahr zu! Ah, heute wieder kleine Playlist angehabt. Ich möchte hier gerne abbiegen, fährst du mal bitte. Ich möchte nämlich auf die Arbeitsagentur und schauen, wie das Menü aussieht. Das ist so ein schönes Dinner. So ein American Diner ist das bestimmt. Ups. Oh nein! Gut, ja. Dann warten wir, oder dann warte ich bis zum nächsten Part halt nochmal ein bisschen. Ja, dann sage ich mal Tschüss, bis im nächsten Part.